So. Geil. Ja. Wie habe ich denn noch? 5 von 5 und da unten liegt noch einer. Irgendwie wird das nicht weniger, keine Ahnung. Ach, ich hätte auch gern wieder was Neues. Ja, wenn denn regnen würde? Was ist das denn? Ein Buch. Inspekt. Ach da. Das ist falsch rum. Das kannst du drehen. Nee. Wie nur nee? Nach links und rechts. Nach oben und unten geht nicht. Inspekt. Ach so, ja. Great Expectations. Von Charles Dickens. Kann man das nicht lesen? Anscheinend nicht. Du hast es jetzt in der Hand. Ja. Ach, schade. Ach, mir ist so langweilig in Daisy, also lese ich ein Buch. Ja. Ich spiele ein Videospiel, um ein Buch drin zu lesen. Es gibt ja auch die Bibel auf einem Gameboy-Cartridge. Ja. Oder ein Auszug aus der Bibel. Ich weiß nicht, ob sie komplett ist. Und das ist voll teuer, weil es total selten ist. Angry Video Game Nerd hat nach Ass gesucht darin. Ja. Ich hab, gestern? Was gestern, glaube ich? Weiß ich jetzt nicht mehr. Da oben, die Straße rauf, den Hügel rauf, ist noch ein größeres Haus, da renne ich jetzt hin. Ja. Ich hab gestern oder vorgestern gesehen, er hat die Silver Surfer Episode jetzt in höherer Qualität hochgeladen. Ach man, es soll mal aufhören zu regnen. Wer bitteschön legt eine Tomate auf? Ein Stuhl? Seinen Stuhl. Weiß ich nicht. Was ist das denn hier? Ein Green Bandana. Das kann man auch in Rags reißen. Sind die denn okay? Sind die sehr gut? Ja, die sind sehr gut. Christine. Die sind Christine, genau. Hast du gerade irgendwas mit Munition? Nee, du hast was zerrissen. Das waren die Rags, die ich zusammengesteckt habe. Huch! Oh. Ich dachte, wir... Oh. Gummistiefel unten. Damaged. Badly damaged dabei. Christine, Warren. Ich mag meine Military Boots. Red Punk. Die sind so rötlich. So, dann renne ich mal zum nächsten Haus. Ja. Gegenüber ist ein kleines blaues. Kleines schwarzes. I feel damp. Oh nein, ich bin nass. Könnte ich kotzen. So. Mal gucken, ob Sticks kombiniert mit, nein, es funktioniert nicht. Es ist ja nicht so, dass hier Stühle liegen und Schränke stehen, die man zerkloppen und anzünden könnte, ne? Oder hier. Guck mal, was... Ein Kamin. Der Kamin nimmt 10% der Wohnfläche ein. Und man kann ihn nicht benutzen. Ja toll, warum bin ich nass und du nicht? Weiß ich nicht. Du solltest dich vielleicht nicht draufsetzen. Doch. Doch. Warte mal, kann ich dann jetzt die... Nee. Wir haben noch immer keine Dings gefunden, ne? Keine... Keine Pfanne und sowas. Pfanne, kein Kochtopf oder so. Als ob man das... Das macht jeder auf einem Festival. So einen Brenner nehmen und dann einfach eine Dose Ravioli oben drauf stellen. Wenn sie überhaupt warm gemacht wird. Ja, wenn sie überhaupt warm gemacht wird. Aber da braucht man auch kein Eimer. Ein Eimer könnte man zum Beispiel auch nehmen, so einen Stahleimer. Ich frag mich, wie lange das durchhält. Ich bin immer noch damp. Bist du nicht nass? Warum denn nicht? Was ist denn nass bei mir? Nichts! Also bei mir ist nichts nass. Ich schalte den mal wieder aus, okay? Ja. Zünd mich mal an, bitte, ey. My body feels wet. Gib mir ein Handtuch, ich trockne mich ab.
Hier ist doch nichts. Guck mal, hier ist nichts nass. Ich habe sogar dreimal Sticks, sehe ich gerade. Und mein Kitchen Knife ist ruined. Kann ich wegschmeißen. Ach, vorhin lag eins in der Gegend rum. Oh, gelbe Kette. Nee. Aber wohl nur bei mir. So, dann lass mal weitergehen. In der Hoffnung, dass wir nicht überrascht werden vom Regen. Ja, das Blöde ist nämlich, jetzt kommt gleich nicht mehr viel. Also es ist ein langer Weg, wo nicht viel kommt. Wo bin ich denn jetzt hier? Black Mountain. Wir laufen einfach mal geradeaus und dann biegen wir rechts ab bei der ersten. Okay. Es, Ich gehe hier drüben rein. Ach, da waren wir ja schon. Wir waren hier schon überall. Manu! Oh. Ach, ja. Du hast gerade mit dem Kopf gewackelt. Hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Hans Guppen die Luft. Ja, Mann. I feel damp. Nee, ich sag dir nicht hallo. Hier ist nichts nass. Mein Nigger Dance verliert die Verbindung. Oh, Manu. Hallo. Auf jeden Fall hole ich mir gleich erstmal was Schönes vom Dönermann. Nee. Ich weiß noch nicht was, aber ich hole mir irgendwas. Ich gehe mein Päckchen holen. Wie spät haben wir es denn jetzt überhaupt? Mr. Turtle guckt mir beim Spielen zu. Genau 2 Uhr. Und eine Minute. Wie der da einfach sitzt und guckt, das ist unfassbar. Und er hat Wasserlinsen auf dem Panzer. Wie sehen denn eigentlich solche Gummistiefel aus? Scheiße. Ich hab schöne Schuhe. Moment. Erst mal mit dem Fernglas angucken. Boah, zitter doch nicht so, Junge. Hm, ja. Was soll der denn heißen? Nicht ganz mein Geschmack, aber... Hm, ja. Hm, ja, hm. Och, Mann. Was zum... Lass mich doch. Ach ja. My body feels wet. Kein Wunder, dass unsere Leute hier nicht Dings werden. Was? Müde oder durstig oder so. Wir machen ja nichts. Ja. Hier ist nichts nass, Mann. Ja doch, dein Körper. Ja, aber... Bist du eigentlich eine Frau? Ja, Mann. Du bist nass, aber wo ganz anders. Nee, du kommst nicht hier durch. Haha. Ich erschieß dich gleich. Jetzt hast du dir ein Buch geholt, nicht dein Ernst. Ja doch. Ja, was willst du machen? Oh. Ich hab ihn zu mir. Ja, hallo, hallo. Was willst du denn machen, wenn es regnet? Warum hast du gerade geredet? Weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Ja, Feuer machen. Ach. I feel damp.
Lass die Bude auseinandernehmen. Es würde mich überraschen, wenn es ginge. Ja, gegen den Ofen will ich jetzt nicht hauen, da kann ich hoffe nicht, dass der explodiert oder so. Was ist eigentlich, wenn ich die ganze Zeit im Kreis laufe? Bin ich dann irgendwann mal... Oh, der gegen die Treppe. Gegen die Treppe? Nee, du quetschst mich ein. Ich bin zwischen Stuhl und dir eingequetscht. Wow! Du bist gerade wo? Aus dem Haus rausgelaufen? Nee, bin ich nicht! Nee. So. Ich renne jetzt gegen die Treppe. Und hoffe, dass durch meine Körperwärme, die dann entsteht, ich vielleicht mal trocken werde. Ich will trocken werden und deswegen schlage ich den Schrank. Ja. Aber hört es auch irgendwann mal wieder auf? Ich glaube nicht. Herzlich willkommen zum Let's Play Together. Let's Watch Together. Rain. Heavy Rain. Ja, Heavy Rain. Das ist echt starker Regen, ey. Also schwerer Regen. Es hört kurz auf zu regnen. Nein, doch nicht. Da bröckelt aber ganz schön was ab. Manu! Es soll nicht regnen und ich bin nicht nass. Kurz in den Himmel gucken. Wollen wir es riskieren? Ja, komm. Lass rennen. Nee, nee, nee. So. Aber wir sind aber einige. Kasper und Impact. Oh shit, he. Mendiger Dance. Sahal. Ah, ich fäng gleich eh wieder an zu pissen, ey. Und dann sind wir hier mitten in der Pampa. Ach, vielleicht kann man sich ja unter Bäume unterstellen. Und dann schlägt der Blitz ein. I feel them! Halt die Fresse. Wollen wir in den Wald gehen? Ja, gern. Und dann mal gucken, ob wir irgendwelches Getier finden. Welches gibt. Ich meine, so laut wie wir hier durchstapfen. Würde es mich wundern, wenn wir was sehen. Ja, aber ich habe auch keinen Bock, irgendwie stundenlang mich hier hinzulegen, ey. Was haben wir denn jetzt eigentlich für noch geplant? Oder was steht denn noch auf der Liste, sagen wir mal so? Feuer machen. Ich habe Feuer gemacht. Der Spruch kommt dann ganz bestimmt Zombie. Ich habe nur den Ton gehört, aber nicht... Ich habe nichts gehört. Wo bist du hin? Ach, davon. Sehr gut getan. Das freut mich. Super geil. Ich glaube, dass es jetzt nicht mehr regnen wird. Es hält sich jetzt, ja. Weil
Die Sonne kommt jetzt auch wieder. Hey, meine Freundin ruft an. Tja, Prioritäten setzen. Ja, genau. Geht da nicht, ich kann mich nicht stumm schalten. Ich kann das auch rausschneiden, wenn du willst. Aber ich muss da auch nicht unbedingt zuhören. Wenn ihr euch da gegenseitig ins Ohr stöhnt oder so. Geil. Geil. Ach, ich frage mich, warum die mir keine Nachricht schreibt. Vielleicht, weil es wichtig ist. Nö, hat schon wieder aufgelegt. So wichtig kann es nicht sein. Oh, ich schalte mal kurz mein Smartphone auf Empfang. Dein Smartphone? Sehen, vielleicht hat sie ja schon was geschrieben. Ja, da kommt auch direkt die Nachricht. Moment mal. Nee, das hier ist von meiner Schwester. Das ist das Falsche. Ob ich meinen freien Tag genieße oder ob ich ihr fehle. Andersrum, ob sie... mir fehlt. Warum? Ja, die hat sich entschlossen, heute für eine Gruppenarbeit an die Uni zu fahren. Deswegen habe ich jetzt Zeit. Aha. Sie wünscht uns viel Erfolg. Werden wir... Ja gut, hatten wir eigentlich schon mal bisher. So, soweit war das sehr erfolgreich, ja. Aber wir haben noch keine Tierchens gesehen. Vielleicht gibt es noch gar keine Tierchens. Ich habe einen Hasen gesehen. Ja, toll. Super. Meine Schildkröte ist gerade ins Wasser gefallen. Ja, die hat ja auch Spaß. Ja. Er hat mich gewundert, dass sie so lange da oben auf dem Landteil saß. Hm? Ich habe vergessen, wo wir hinlaufen. Nein! Nein! Baum! Aber nicht eine Tanne. Die Tanne sind doof. Ah! Es funktioniert in der Tanne. Funktioniert ja. In der Tanne? Stimmt. So, jetzt liegen wir hier unterm Baum. Ich, ja, super. Ich stehe. Ja, ich habe mich hingelegt. Was ist das Scheiße, ey. Ach, aber was ein idyllisches Bild. Ich lieg in der Tanne, vor mir klart der Himmel ein wenig auf und es pisst wie Sau. So, bin ich denn noch nass? Nein, ich bin nicht mehr nass, das ist gut. Willst du riskieren, nein! Von Baum zu Baum zu rennen? Oder, warte mal, wo bist denn du, in welchem Baum? Ich sehe hier nämlich gerade nur Baum. Ich bin in einer grünen Tanne. Echt? Ich auch. Eine grüne, große Tanne. Ja, dito. Ach, da! Siehst du mich? Nein. Ich hab dich ja mal gesehen. Ich stell mich nochmal hin. You are getting wet. My body feels wet. Leck mich doch. Ich knie mich wieder hin. Och Mann, jetzt war ich mal gerade nicht mehr nass und jetzt bin ich wieder nass, ey. Ich bin nicht mehr energized. Yay. Ich aber. Aber ich bin nicht, gedingst. Drink. Ich bin immer noch nicht. Dann trinke ich noch ein Rasputin Kwas. Ich habe einen Apfel gegessen und bin energized und hydrated. Und jetzt bin ich auch hydrated. Und es pisst immer noch, ey. Aber es hört sich so an, als ob es weniger wird. Mhm. Wo laufen wir denn eigentlich gerade hin? Weg. Zum nächsten wir Dorf. Wir versuchen vor dem Regen zu flüchten. Ja. Irgendwann geht's nach rechts. Irgendwann halt. Kann auch sein, dass wir schon dran vorbei sind, aber ich glaube nicht. Du bist noch da, das ist gut. Ja, da vorne bei der Hütte müssen wir nach rechts. Oder wir gehen in die Hütte und sagen Tschüss. My body feels wet. Ja, mir ist egal. Willst du noch weiter, oder? Ja, wir haben jetzt 2,5 Stunden. Naja, ich sag mal so. Oh, jetzt pisst es schon wieder, ey. Knapp
anderthalb Stunden kommt Fußball. Ja. So. Und ich guck mir das jetzt ja gerne an. Ja, dann machen wir, würde ich sagen, guck, durchsuchen wir hier noch gerade das Häuschen. Pass auf, wo du lang willst, ja? Ja, ich hab mir hier das letzte Mal das Bein gebrochen. Wir haben ja aber, ach komm, wir haben ja auch Sticks dabei. Weil ich bin nicht die Treppe runtergegangen, sondern ich bin ungefähr hier so runtergegangen. Da bin ich dann da ungefähr gelandet. Als ob man sich damit das Fuß brechen würde. Bei dir ist nichts? Handschuhe? Ja, die habe ich selbst. Spitzhacke. Oder wie sind denn meine? Warren, Christine, dann nehme ich die anderen. Ach. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Oben waren noch Handschuhe, aber das ist ja dann... So, ich verpiss mich hier hinter. Da komm ich mit. Hier ist irgendwie... Oh, was liegt denn da? Ein Kompass. Traum man nicht. Mein Body feels wet, warum werde ich denn hier nass? Achso, nee. Das Lustige ist auch, dass man auf dem Boden sieht, wie der Regen aufditscht. Ja. Ist mir jetzt erst aufgefallen. War das in den Häusern auch so? Oder ist das dann nur bei... Nee, es ist nur bei dem Gras so. Das kann ich hier nicht sagen. So. So. Keep rolling. Ach, ich komm mal zu dir dahin. Muss ich dir ja Platz machen? Piep, 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 oh. Piep, piep, piep. So, eingeparkt. Schön eingeparkt. Ja. Warte mal. So, gut. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Also diese Aufnahmesession. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ne? Bis dann. Tschüss.